Hallo und herzlich willkommen heute zu einem weiteren wichtigen Thema. Es geht um die Vitamine K1 und K2 und auch hier gilt, Wissen ist Macht. Die Vitamine K1 und K2 sind extrem wichtig für uns. Das Vitamin K1 ist wichtig für unsere Blutgerinnung, das Vitamin K2 für unsere Knochen und unseren Kalziumhaushalt. Vitamin K2 haben wir nicht ausreichend in unserer Ernährung, darum müssen wir es zu uns nehmen in Form von Kapseln oder Öl. Aber schauen wir uns zuerst einmal an, wo K1 und K2 überhaupt vorkommen. Vitamin K1 kommt in Kohl und grünem Blattgemüse vor und es ist durchaus möglich, dass wir unseren Bedarf an Vitamin K1 mit der Ernährung decken können. Vitamin K2 wird durch Bakterien aus Vitamin K1 gebildet. Darum ist es zum Beispiel in Sauerkraut enthalten, was fermentierter Weißkohl ist. Weiter kommt Vitamin K2 in frischer Milch oder in Eiern vor von Kühen oder Hühnern, die frisches grünes Gras gefressen haben. Im Gras hat es Vitamin K1, das in den Mägen oder im Darm der Hühner oder Kühe in K2 umgewandelt wird. Weil unsere Masttiere fast ausschließlich mit Getreidefutter gefüttert werden und kaum je frisches grünes Gras erhalten, hat es in Milch, Butter und Eiern kaum K2. Weiter kann K2 auch aus dem Vitamin K1 durch unsere Bakterien in unserem Dickdarm gebildet werden. Allerdings sind diese Bakterien im Darm quasi zu weit hinten, so dass das K2, das sie bilden, nicht ausreichend durch uns aufgenommen wird. Es geht also mit dem Stuhl verloren. Wir sind also darauf angewiesen, dass Bakterien K1 in K2 umwandeln, bevor wir es essen. Weiter wird behauptet, dass unser Körper selber aus K1 Vitamin K2 bilden kann. Angesichts der Mangelerscheinungen, die wir haben, ist das aber offensichtlich nicht der Fall. Es wird wohl im Gewebe aus K1 eine kleine Menge von K2 gebildet, und zwar von der MK4-Variante. Diese Variante ist aber insgesamt wenig aktiv und wird auch schnell wieder abgebaut und hat offenbar nicht ausreichend Wirkung. Zudem kommt von dem K1, das wir essen, sehr wenig in unserem Gewebe an, weil es in der Leber quasi gesammelt und zurückgehalten wird. Aber wofür brauchen wir Vitamin K1 und K2? Die K-Vitamine sind für uns extrem wichtig, weil sie eine Gruppe von Eiweißen, sogenannte GLA-Proteine oder GLA-Proteine, aktivieren. GLA steht für Glutaminsäure, ein Bestandteil von Eiweißen. Diese Glutaminsäurereste der Eiweiße werden karboxyliert mit Hilfe von Vitamin K1 oder K2, was dazu führt, dass diese Eiweiße aktiviert werden und dann arbeiten können. Wenn wir Vitamin K1 zu uns nehmen, dann wird dieses, wie schon gesagt, in der Leber aufbewahrt und abgefangen und kommt daher im Gewebe außerhalb der Leber kaum vor. Damit wir auch außerhalb der Leber eine ausreichende K-Wirkung erreichen können, benötigen wir das Vitamin K2, das sich im ganzen Körper verteilt. Vom Vitamin K2 gibt es verschiedene Varianten. Die bekanntesten sind die Varianten MK4 und MK7. Die Zahl bezieht sich auf ein chemisches Anhängsel, das in der entsprechenden Anzahl angehängt ist. Die MK4-Variante hat in unserem Gewebe wenig Wirkung. Die beste Wirkung und die beste Haltbarkeit hat die MK7-Variante. Weiter müssen wir uns anschauen, wo es überall GLA-Proteine gibt. Erstens in der Leber. Dort sind es die Gerinnungsfaktoren, die eben für unsere Blutgerinnung wichtig sind. Weiter gibt es das GLA-Matrix-Protein, das im Gewebe verteilt, frei beweglich vorkommt und in unserem Serum, in der Flüssigkeit, die in unserem Körper überall vorhanden ist, gelöst ist. Und drittens gibt es das Bone-GLA-Protein oder auch als Osteokalzin bezeichnet, welches im Knochen und in den Zähnen vorkommt. Weil das K1 in der Leber zurückbehalten und konzentriert wird, kann es auch fast nur in der Leber wirken und wirkt daher auf die GLA-Proteine in der Leber, das sind die Gerinnungsfaktoren. Darum hat das Vitamin K1 einen wichtigen Einfluss auf unsere Blutgerinnung, aber nicht auf unseren Kalziumhaushalt. In Weichteilgewebe, in Gefäßwänden und in Knorpeln gibt es das Matrix-GLA-Protein. Es ist frei beweglich und bindet Kalzium. Es ist ganz wichtig, um zu verhindern, dass unsere Knorpel, aber auch unsere Gefäßwände verkalken. Eine Gefäßwandverkalkung ist sehr ungesund
und entspricht medizinisch einer sogenannten Atherosklerose, einer Gefäßverkalkung, was das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöht. Dieser Zusammenhang erklärt auch, warum Vitamin K2 einen so wichtigen Einfluss hat auf unser Herz-Kreislauf-Risiko. Matrix-Glab-Protein ist aber auch wichtig, um zu verhindern, dass zum Beispiel unsere Knorpel verkalken. Im Knochen gibt es das Bone-Glab-Protein oder das Osteokalzin, welches ein wichtiger Bestandteil des Knochengrundgerüstes ist. Es bindet dort das Calcium. Damit Calcium ausreichend im Knochen gebunden werden kann, ist es also unerlässlich, dass wir auch genügend Vitamin K2 haben, um dieses Osteokalzin zu aktivieren. Und auf der anderen Seite brauchen wir auch das Matrix-Glab-Protein, welches das Calcium aus dem Gewebe in den Knochen transportieren kann. Ohne Vitamin K2 kann also das Calcium weder in den Knochen transportiert noch dort eingebaut werden. Das Osteokalzin bindet auch in den Zähnen das Calcium und ist darum ganz wichtig für die Zahngesundheit und darum hat auch Vitamin K2 einen positiven Effekt auf Karies. So wie es aussieht, ist Karies eine typische Vitamin K2-Mangelerscheinung. Das soll nicht heißen, dass ich meine, dass wir nicht mehr Zähne putzen müssen, aber Zähne putzen alleine reicht eben nicht. Die Zunahme von Karies hängt sicher auch wesentlich mit unserer ungesunden Ernährung zusammen, aber eben auch nicht nur. Fazit: Die Vitamine K1 und K2 sind extrem wichtig für die Aktivierung, die Karboxylierung der Glab-Proteine. Vitamin K1 übernimmt diese Aufgabe für unsere Gerinnungsfaktoren in der Leber. Vitamin K2 benötigt es für unser Matrix-Glab-Protein und das Osteokalzin. Das Vitamin K1 wird in der Leber zurückgehalten und wirkt daher nicht im Gewebe außerhalb der Leber. Darum brauchen wir für diesen Bereich das Vitamin K2. Mit unserer modernen, industrialisierten Ernährung haben wir kaum mehr fermentierte Produkte und somit kaum mehr K2. Damit das Calcium in unserem Körper den richtigen Weg in die Knochen und Zähne findet, braucht es sowohl das Matrix-Glab-Protein als Transporter, der das Calcium aus dem Weichgewebe in die Knochen transportiert, wie auch das Osteokalzin, welches das Calcium in Knochen und Zähnen bindet. Darum ist es extrem wichtig, dass wir auf eine ausreichende Zufuhr von Vitamin K2 achten. Da wir es mit unserer Ernährung kaum schaffen, ausreichend Vitamin K2 aufzunehmen, müssen wir es mit Substitutionsprodukten, Kapseln oder öligen Tropfen tun. Am besten geeignet ist nach heutigen Erkenntnissen wahrscheinlich die Variante MK7, weil sie die beste Wirkung erzeugt. Wer sich weiter mit diesem spannenden Thema des K2 beschäftigen möchte, dem empfehle ich das Buch Vitamin K2 und das Calcium-Paradox von Kate Riome. Unsere Knochen und unser Calciumhaushalt brauchen natürlich auch Vitamin D3. Vitamin D3 ist wichtig, dass wir das Calcium aufnehmen und es aktiviert zum Beispiel auch die Bildung von Osteokalzin. Und darum ganz wichtig in diesem Zusammenhang, Vitamin D3 und K2 gehören immer zusammen. Ein weiterer Lesetipp ist dieses Paper, welches aus meiner Sicht diesen Zusammenhang exzellent erklärt, von Morris Halder und Leon Jurges von 2019. Das war's für heute. Holt euch euer K2, denn jetzt wisst ihr Bescheid, denn Wissen ist Macht. Bis zum nächsten Mal, auf gute Gesundheit und ein langes Leben. Und wenn ihr länger lebt, könnt ihr länger meine Videos schauen und mir mehr Likes geben. Teilt dieses Wissen mit euren Freundinnen und Freunden, damit auch sie ein langes, gesundes Leben haben. Ich freue mich, euch bald wieder zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Adios.